So, wir sind zum letzten Mal in Sachen PCOS Adventskalender 2014 live auf Sendung. Mit dem letzten Türchen, das hoffentlich einen guten, tollen Abschluss dieses doch ein Tor. Naja, schauen wir mal. Schauen wir mal, ob es ein Tor gibt. Aber ich denke, es ist ein würdiger Abschluss des Adventskalender-Breaks und jeder hat nochmal die Gelegenheit, was Tolles zu ziehen. Wir starten mit den Teams und den Spots. Here we go. Zuerst die Spots wie gewohnt. Einmal zweimal und dreimal. Die letzte Liste sieht wie folgt aus. 1 Paul, 2 Dani, 3 und 4 PCAS, 5 Sven, 6 und 7 PCAS, 8 Padu, 9 Michel, 10 Pierre, 11 PCAS, 12 Jochen, 13 Thorsten, 14 PCAS, 15 Sven, 16 Reto, 17 PCAS, 18 Michel, 19 Jochen, 20 PCAS, 21 Pierre, 22 Padu, 23 Mike, 24 Michel, 25 Pierre, 26 Christoph, 27 Reto, 28 PCAS, 29 Dani und 30 PCAS. Für die Live-Teilnehmer also Padu 8 und 22, Jochen 12 und 19. Wir sind bei den Teams. Zweimal. Dreimal. Wir haben auf 1 Calgary, 2 Detroit, 3 Anaheim, 4 Carolina, 5 Arizona, 6 Islanders, 7 Chicago, 8 Nashville, 9 Columbus, 10 Florida, 11 Winnipeg, 12 St. Louis, 13 Tampa Bay, 14 Colorado, 15 Minnesota, 16 Buffalo, 17 New Jersey, 18 San Jose, 19 Vancouver, 20 Boston, 21 Dallas, 22 Ottawa, 23 Montreal, 24 LA, 25 die Rangers, 26 Pittsburgh, 27 Philly, 28 Washington, 29 Toronto und 30 Edmonton. So viel zu den Teams. Dann könnten wir jetzt loslegen. Zwölf, 2013, 15 Boxcase, Panini Limited. In der Zwischenzeit begrüßen wir auch Sven live. Herzlich willkommen zum letzten Adventskalender-Break mit 15 Boxen, sprich einem Case
Panini Limited. Here we go. Jede Menge guter Stoff. So hoffen wir doch mal. Jawohl, Sven, machen wir. Also, damit die Live-User gleich wissen, welche Teams. Sven 5 und 15. Sven Arizona Coyotes und Minnesota Wild. Dann Jochen mit Vancouver und St. Louis und Padu mit Nashville und Ottawa. Das die Live-Teilnehmer. Und wir starten den Break mit Box Nummer 1. Viel Glück allen Teilnehmern beim letzten Adventskalender-Break des Jahres 2014. Wir starten mit einer Basecard auf 2,99 für die Florida Panthers. Ed Jovanovski. Wir haben eine Limited Phenoms Rookie Patch Autograph Redemption für die New York Islanders, Matt Donovan. Wir haben eine Rookie Redemption Card für die Nashville Predators. Wir haben eine Limited Travels Dual Jersey Card auf 199. Es gibt ein Random zwischen den Phoenix Coyotes. Arizona Coyotes und den Philadelphia Flyers, Ilya Bryzgalov. Random. Die nächste Random Limited Travels Prime Version, nummeriert 46 von 49. Random zwischen den Washington Capitals und den Colorado Avalanche, Semyon Varlamov. Wir haben eine Trophy Winners auf 199 für die Colorado Avalanche, Joe Sakic. Und eine Limited Captains Gold Version, nummeriert 6 von 25 für die Colorado Avalanche, Milan Hejduk. Würde sagen, da gibt's noch Steigerungspotenzial. Box Nummer 2.
Wir haben eine Base Card für die Florida Panthers auf 2,99, Brian Campbell. Stanley Cup Winners auf 199 für die New York Islanders, Mike Bossy. Wir haben eine Rookie Patch Autograph Phenoms Silver Version, nummeriert 9 von 49 für die Columbus Blue Jackets, Dalton Prout. Wir haben eine Rookie Redemption für die Ottawa Senators. Limited Travels Random zwischen den Washington Capitals und den Colorado Avalanche, nummeriert 189 auf 199, Semyon Varlamov. Nach der Prime Version nun also die Jersey Version. Wir haben eine Limited Patch. Limited Patch Card, nummeriert 3 von 10. 3 von 10 für die Detroit Red Wings, Niklas Grönwall. Limited Materials Patch, 3 von 10, Niklas Grönwall. Und wir haben eine Base Card, Platinum Version 1 of 1 für die Edmonton Oilers, Tyler Hall. One of one, Tyler Hall. Das war jetzt doch eine Steigerung. Wir sind bei Box 3. Wir starten mit einer Base Card auf 2,99 für die Toronto Maple Leafs, Geoffrey Lupul. Base Card auf 2,99 für die Carolina Hurricanes, Tim Gleason. Phenoms Rookie Patch Autograph auf 499 für die LA Kings, Jordan Nolan. Monikers Patch and Autograph Silver Version, nummeriert 18 von 49. Für die Boston Bruins, Patrice Bergeron. Sehr schöne Karte. 18 von 49, Moniker Silver, Patrice Bergeron.
Limited Materials Jersey Card auf 99 für die Calgary Flames, Michael Camilleri. Trophy Winners auf 199 für die Anaheim Ducks, Corey Perry. Ich schaue gleich nach, Christoph. Einen Moment bitte. Und zum Schluss von Box 3 eine Limited Captains Silver Version 41 von 49 für die Philadelphia Flyers, Bobby Clark. Also, Christoph, herzlich willkommen live. Du startest mit Team 26, die Pittsburgh Penguins. Christoph also mit Pittsburgh am Start. Wir sind bei Box 4 des Limited Cases Adventskalender Break vom 24. Dezember. Box Nummer 4. Wir starten mit einer Base Card auf 2,99 für die Tampa Bay Lightning, Victor Hedman. Dann haben wir eine Limited Travels Dual Jersey Card Nummer 127 von 199. Es gibt eine Random zwischen den Montreal Canadiens und den Colorado Avalanche, Patrick Roy. Patrick Roy, auch nicht so schlecht. Wir haben eine Limited Rookie Redemption für die Philadelphia Flyers. Wir haben eine Authentic Jumbo Material Jersey Card, nummeriert 96 von 99 für die Edmonton Oilers. The Nuge! Ryan Nugent Hopkins. Wir haben eine Redemption für eine Phenoms Rookie Patch and Autograph für die Montreal Canadiens, Gabriel Dumont. Dann haben wir eine Board Members Die-Cut Version, nummeriert 3 von 25 für die St. Louis Blues, Jaden Schwartz. Das Glas ist eingeschlagen, Die-Cut Version, Jaden Schwartz. Für die Blues. Und zum Schluss eine Base Card Silver Version 18 von 49 für die LA Kings, Anze Kopitar. Box Nummer 5. Einmal mehr darf man sagen, das Produkt macht echt Spaß. Und ich freue mich schon auf den nächsten Case Break, den wir ja wieder als Draft durchführen. Wie auch schon. Und es hat noch 3 freie Spots. Wenn also jemand noch Lust hat, dann darf er sich da gerne einschreiben.
Noch drei freie Spots, dann geht's mit dem nächsten Case Limited dann auch schon bald los. Okay. Wir starten mit einer Base Card auf 2,99 für die Ottawa Senators. Colin Greening. Limited Captains 74 von 99 für die Boston Bruins, Ray Bourque. Back to the Future. Insert nummeriert 51 von 199 für die Toronto Maple Leafs, Carter Ashton, Dougie Gilmore. Wir haben eine Limited Duels Die Cut nummeriert 24 von 99 für die Dallas Stars, Louis Erickson. Limited Materials Jersey Card 53 von 99 für die Buffalo Sabres, Jonas Enroth. Wir haben eine Stanley Cup Winners Signature, nummeriert 39 von 99. Für die Philadelphia Flyers, Bobby Clark. Sehr schön. Und eine Limited Materials Signature, nummeriert 17 von 25, für die Ottawa Senators, Craig Anderson. Box Nummer 6. Wir starten mit einer Base Card auf 2,99 für die Calgary Flames, Dennis Wideman. Ist zwar im Capitals Dress, aber für die Flames. Ja, die Anderson hatten wir schon mal im letzten Case Break, das stimmt. Es geht weiter mit Limited Rookie Redemption Card für die Calgary Flames. Flames Pack. Flames Pack. Wir haben eine Stanley Cup Winners auf 199 für die Calgary Flames. Lanny McDonald. Definitiv ein Flames Pack. Wir haben eine Board Members, nummeriert 190 von 199 für die St. Louis Blues, Brett Hull. Brett Hull. Ups, für die Blues. Dann haben wir eine Phenoms Rookie Patch Signature auf 4,99 für die Anaheim Ducks, Matt Clark.
Matt Clark. Definitiv ein Calgary-Pack. Wir haben eine Panini Private Signings für die Calgary Flames. Joe Neuwendijk. Und wir haben eine Net Assets nummeriert 40 von 99. Das gibt ein Random zwischen den Pittsburgh Penguins und den New York Islanders, Evgeny Malkin und John Tavares. Evgeny Malkin, John Tavares, 40 auf 99, Net Assets, Random. Box Nummer 7. Ja, also bis jetzt ein viel, viel besseres Case, als wir das im ersten Draft hatten. Würde ich jetzt mal sagen. Und das war ja schon nicht so schlecht. Wir starten mit einer Basecard auf 2,99 für die Vancouver Canucks. Kevin Bieksa. Wir haben eine Limited Rookie Phenoms Patch and Autograph Redemption für die Tampa Bay Lightning, JT Brown. Wir haben eine Rookie Redemption für die Ottawa Senators. Bereits die zweite, wenn ich mich nicht irre. Wir haben eine Trophy Winners, nummeriert auf 199 für die Pittsburgh Penguins. Ronnie Francis. Ron Francis. Trophy Winners für die Penguins. Limited Travels Jersey Card, nummeriert 123 von 199. Random zwischen den New Jersey Devils und den St. Louis Blues, Jamie Langebrunner. Wir haben eine Base Card Gold Version, nummeriert 4 von 25 für die New York Rangers. Henrik Lundqvist. Und wir haben eine Authentic Jumbo Material Patch Version, nummeriert 7 von 10 für die Edmonton Oilers, Jordan Eberle. Die gefällt. Box Nummer 8. Wir starten mit einer Basecard auf 2,99 für die Buffalo Sabres, Marcus Foligno. Basecard auf 2,99 für die Carolina Hurricanes, Jussi Jokinen.
Board Members, 181 von 199 für die Vancouver Canucks, Ryan Kessler. Die dritte Board Members und die dritte, die bei Jochen landet. Das ist ein Zeichen. Das wäre wohl das nächste Insert-Set, das komplett gemacht wird. Ja, schau her, Helge ist da. Kaui. Hallo Helge. Auch dir frohe Weihnachten. Schön, dass du da bist. Wir machen weiter mit einer Stanley Cup Winners Insert auf 199 für die Pittsburgh Penguins, Brian Trottier. Dann haben wir eine Limited Phenoms Rookie Patch Signature Redemption für die Calgary Flames, Sven Berchi. Wir haben eine Limited Jersey Materials 70 von 99 für die Boston Bruins, David Krejci. Und wir haben eine Limited Materials Prime Version Nummer 7 von 25 für die Anaheim Ducks, Luca Spisa. Box Nummer 9. Oh, Schweizer Pack. Tatsächlich. Sven und Luca. Base Card auf 2,99 für die Edmonton Oilers, Devan Dubnyk. Rookie Redemption für die Columbus Blue Jackets. Limited Phenoms Rookie Patch and Autograph auf 4,99 Redemption für die Buffalo Sabres, Travis Turnbull. Board Members nummeriert 1 von 199 für die Anaheim Ducks, Ryan Getzlaff. Jumbo Materials Jersey Card nummeriert 97 von 99 für die New York Rangers, Carl Hagelin. Jumbo Materials Prime Version nummeriert 47 von 49 für die Dallas Stars, Corey Lehtinen. Und Limited Captains 14 von 99 für die Detroit Red Wings, Mr. Hockey, Gordie Howe. Box Nummer 10. Wie gesagt, also da kann man sich nicht beklagen. Value for money. Und der
Draft Break, der in Kürze starten wird, der bringt hoffentlich dasselbe Resultat. Wir starten mit einer Base Card auf 2,99 für die Dallas Stars, Jamie Benn. Base Card auf 2,99 für die Columbus Blue Jackets, Ryan Johansson. Limited Captains 67 von 199 für die Calgary Flames. Jerome Iginla. Stanley Cup Winners, nummeriert 102 von 199 für die Boston Bruins, Gary Jeevers. Phenoms Rookie Patch and Autograph auf 4,99 für die Montreal Canadiens, Robert Meyer. De Meyer Röbi. Limited Materials Jersey Card 81 von 99 für die LA Kings, Anze Kopitar. Und wir haben eine Monikers Patch and Autograph, nummeriert 28 von 99 für die Tampa Bay Lightning, Winnie LeCavalier. Box Nummer 11. Wir starten mit Base Card auf 2,99 für die Winnipeg Jets, Blake Wheeler. Draft. Der Draft ist wieder ein Case 2012-13 Limited, Helge. Ist jetzt im Forum ausgeschrieben, 10 Spots. Der Draft erfolgt dann wieder übers Forum. Genau so ein Case, das wir jetzt gerade am Öffnen sind, wird auch dann geben und läuft dann übers Forum während circa, sag mal, einer oder zwei Wochen. So wie die letzten beiden großen Drafts. Base Card auf 2,99 für die Vancouver Canucks, Daniel Sedin. Phenoms Rookie Patch and Autograph auf 4,99 für die Colorado Avalanche, Tyson Barrie. Stanley Cup Winners auf 199 für die LA Kings, Jonathan Quick. Limited Materials Jersey Card 27 von 99 für die Montreal Canadiens, Brian Gionta. Wir haben eine Monikers Patch and Autograph Silver Version. Die ist limitiert auf 49, wenn ich mich nicht irre.
Redemption Card für die Pittsburgh Penguins, Evgeny Malkin. Und eine Limited Captains Gold Version 20 von 25 für die Columbus Blue Jackets, RJ Umberger. Captains Gold. Box 12. Base Card auf 2,99 für die Winnipeg Jets, Dustin Byfuglien. Base Card für die Minnesota Wild auf 2,99 Niklas Backström. Wir haben eine Gold Parallel für die Calgary Flames. 4 von 25, Alex Tongue. Back to the Future Insert, 78 von 199 für die Toronto Maple Leafs, Carter Ashton, Dougie Gilmore. Hatten wir auch schon mal. Crease Cleaners Jersey. 69 von 99 für die Philadelphia Flyers, Bernie Parent. Bernie Parent. Trophy Winners Signature, nummeriert 76 von 99 für die Vancouver Canucks, Daniel Sedin. Trophy Winners Signature. Und wir haben eine Net Crashers Memorabilia Card, nummeriert 23 von 50 für die Philadelphia Flyers, Cooter Sean Couturier. Net Crashers. Box 13. Jetzt ist er heute nicht live dabei und es kommen ziemlich viele Müllmänner, habe ich das Gefühl. Da wird sich Reto freuen. So, Base Card auf 2,99 für die Boston Bruins, Patrice Bergeron. Ja, es hat schon einige. Hein? Stanley Cup Winners auf 199 für die New York Islanders, Mike Bossy. Limited Materials Jersey Card, 9 von 99 für die Ottawa Senators, Erik Karlsson. Limited Duels Die Cut, 31 von 99 für die Buffalo Sabres, Tyler Myers. Limited
Limited Captains Silver Version 30 von 49 für die Calgary Flames. Jerome Iginla. Also die Flames können sich auch nicht beklagen. Wir haben eine Limited Materials Signature 10 von 25 für die Anaheim Ducks, Maxim Massenauer. Und wir haben eine Trophy Winners Signature Short Print, nummeriert 34 von 50 für die Chicago Blackhawks, Eddie Belfour. Sehr schön. Box 14. Base Card auf 2,99 für die Edmonton Oilers, Taylor Hall. Base Card auf 2,99 für die Philadelphia Flyers, Ilya Brizgalov. Board Members, nummeriert 145 auf 199 für die Arizona Coyotes, Paul Bisanetti. Trophy Winners auf 199 für die Carolina Hurricanes, Jeff Skinner. Skinraw. Limited Materials Jersey Card für die Florida Panthers, nummeriert 61 auf 99, Peter Mueller. Stanley Cup Winners Signature, nummeriert auf 99 für die Tampa Bay Lightning, Dan Boyle. Auch sehr schön. Und wir haben eine Jumbo Materials Patch Version, nummeriert 7 von 10. Und die Farben sind jetzt einfach in der anderen Richtung für die Edmonton Oilers. Nuge! Ryan Nugent Hopkins. Last but not least, Box Nummer 15. Ja, Edmonton darf sich jetzt auch nicht mehr beklagen. Calgary, Philadelphia und Edmonton. Das sind etwa die drei Gewinner. Bis jetzt. Bis jetzt. Also, wir schließen ab mit einer Base Card auf 2,99 für die Vancouver Canucks, Zach Cassian. Eine Phenoms Rookie Patch and Signature auf 4,99 für die Carolina Hurricanes, Redemption, Jeremy Welsh. Eine Rookie Redemption für die Minnesota Wild.
einer Limited Duels 17 von 99 für die Philadelphia Flyers. Couture! Sean Couturier. Wir haben eine Base Gold Version 2 von 25 für die New York Islanders. Kyle Okposo. Wir haben eine Jumbo Material Jersey Card 60 von 99 für die New York Rangers. Henrik Lundqvist. Und schließen ab mit einer Limited Materials Patch Version, nummeriert 9 von 10 für die Arizona Coyotes, Shane Doan. 9 von 10, Shane Doan. Einfarbige Patch, leider. Aber immerhin. Das war ein tolles Case, würde ich mal meinen. Ganz toll. Und wir sind bei den Randoms. Da haben wir dann noch so einiges zu verteilen. Also. Wir starten mit den Limited Travels. Und zwar die Limited Travels Jamie Langbronner zwischen den Devils und den Blues. Einmal, zweimal, und dreimal. Es dauert wieder ein bisschen, aber jetzt. Dreimal Karte geht zu den Devils. Ja, ich wünsche euch auch schöne Feiertage. Keine Ursache, der Break hat ja riesig Spaß gemacht. Und da ist auch die Arbeit dazu, die entsprechend Spaß macht. Einen guten Rutsch für die, die sich ausklinken. Schöne Festtage, macht's gut. Wir machen jetzt hier noch schnell die Randoms. Christoph empfehle ich noch dabei zu bleiben, weil vielleicht gibt es noch eine tolle NetAsset. Wir kommen jetzt zur Limited Travels Ilya Bryzgalov zwischen den Coyotes und den Flyers. Einmal, zweimal dreimal. Die Karte geht zu den Arizona Coyotes. Dann haben wir eine Limited Travels Varlamov und das heißt Washington und Colorado. Caps und Fs. Einmal,
Zweimal. Dreimal. Limited travels Varlamov gate to Washington. Dann haben wir nochmal Varlamov mit der Prime Version auf 49. Die Prime Version einmal, zweimal, dreimal. Die Prime Version geht zu Colorado. Dann haben wir Limited Travels zwischen den Canadiens und Colorado, Patrick Roy. Also, Haps und Fs. Einmal. Zweimal. Und dreimal. Voilà. Dreimal für die Canadiens. Apps Roa. Und zum Schluss die Net Assets zwischen den Penguins und den Islanders. Das Ganze dauert wieder hier. So. Also, Penguins und Islanders. Einmal. Es wird spannend. Es wird spannend. Danke Sven, auch dir. Schöne Festtage, guten Rutsch. Bis bald mal. Das Wireless macht es extrem spannend, Christoph. So. Einmal, zweimal, dreimal. Fingerkreuzen hat leider nichts genützt. Geht zu den New York Islanders. So, das war's. Vom Adventsbreak
2014. Allen nochmals die besten Wünsche, schöne Festtage, einen guten Rutsch. Wir lesen uns, wir sehen uns, wir hören uns. Wie gesagt, der Spaß geht uns nicht aus. Die nächsten Breaks stehen schon vor der Türe. Und im Forum ist ja derzeit auch jede Menge los. So macht's Spaß, genießt die Tage, genießt eure Sammlungen, eure Wantlists, eure Tradelists, die ihr vielleicht erstellt. Ich werde dann mal die Päckchen bereitstellen aus dem Break und dann hören wir uns und sehen wir uns in Bälde. Schöne Altjahreswoche, bis bald, macht's gut, tschüss zusammen.